Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play Part 102. Wartung. Und heute war die Stream-Migration, also alle Standalone, also von der Homepage geladene Accounts und so, sind jetzt zurück. Also auf Steam jetzt, genau so werden. Und so. Ich musste mehrmals den Authentifikator einstellen, Passwort eingeben. War ein bisschen mühsam, noch in der Nacht. Ich war ja gestern im Livestream doch echt müde geworden mit so Hardcore-Spielen. Ja, der Ding Protator, das war nicht schlecht. Das war auch ziemlich actiongeladen. Nachdenken nötig gewesen. Aber vor allem, ja, Pass of Exile, ich mag es einfach nicht mehr. Ich mag dieses Spiel einfach darum, dass ich es schon 12 Jahre spiele, einfach langsam nicht mehr. Es hat zu viele Macken, die nicht gelöst werden und wahrscheinlich auch in Pass of Exile 2 nicht gelöst sind. Ich hoffe es jedenfalls, aber ja, ich werde auf jeden Fall Pass of Exile 2 auch noch anschauen, aber mit Pass of Exile 1 bin ich eigentlich durch, weil es bringt einfach nichts mehr. Es ist seit 6 Jahren immer noch das Gleiche. Oder es wurde eigentlich nicht viel erweitert. Nur der Leak-Content. Und sonst einfach nichts. Ja. Der neue Leak-Content ist auch sehr unbalanciert. Es ist ein bisschen schade, dass ja, man einfach nicht so viel Ausweichmöglichkeiten hat. Hat jedes Spiel im Hack-and-Slay-Genre oder so ähnlich, halt Macken hat. Jetzt hier zum Beispiel in Last Epoch auch einfach, wenn ich jetzt ein Charakter spiele und dann gerne aufnehmen möchte, dann muss ich den PC neu starten, weil es stürzt einfach ab und es bleibt hängen, wenn der zweite Charakter dann geladen wird. Das Spiel will einfach keinen zweiten Charakter laden, scheinbar. Das ist ein Bug, der gibt es schon öfters, aber tritt halt nur an bestimmten PCs oder so einstellen auf, und ich weiß es nicht, das müssen die lösen, oder? Ich glaube, ich kann es für mich auch gar nicht lösen, an der Engine oder so, am Leerlauf, was ja immer noch das große Problem ist. Einfach technisch ist Last Epoch halt immer noch ziemlich weit unten. Also so den technischen Bugs und so Ladeschwierigkeiten Sachen angeht. Schade, aber eben das Gameplay ist halt so super. Man kann es einfach nicht vermissen. Es tut mich immer sehr motivieren, Last Epoch zu spielen. Vor allem, wenn ich müde bin. Das habe ich einfach gestern halt doch ja, einfach keine Kraft mehr gehabt für Last Epoch. Jetzt werde ich heute konzentrierter spielen, damit wir noch ein bisschen vorwärts kommen. Ich möchte ja unbedingt Schulra T3 ein paar Mal machen können. Damit wir Schulras Oblation oder so, also die Glows von Schulra bekommen. Ich schau mal kurz. Obsession. Wo kann ich Oblation? Obsession. Gut. Jo, und ich bin weiterhin am Schauen, was für Builds wir noch spielen können bis am 21. Februar. Ich habe einen noch gefunden. Einen Void Bomber mit Bluten. Der ist auch relativ neu im Last Epoch Tools.com und der ist heftig. Der ist jetzt schon mit Level 44, glaube ich, ohne Bluten noch und ziemlich stark, und ich habe halt alle Unix. Ich kann dort wirklich gut jetzt eigentlich so weit wie der kommen oder so, oder noch ein bisschen weiter. Der macht mir sehr viel Spaß. Und sonst weiß ich nicht mehr was. Es ist langsam wirklich out of builds, oder man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren, weil man einfach alles schon gesehen hat, oder? Es braucht dringend schneller Updates. Der Entwickler muss schauen, dass er einfach kleinere, aber mehr Updates bringt, damit wir nicht gelangweilt sind. Sogar ich, wo Spiele immer extrem lange spielt, bevor es wegsteckt, dann ich bin dann einfach dann unzufrieden plötzlich. Andere spielen einfach das Spiel nicht mehr oder so, oder machen irgendwelche Challenges, spielen mit anderen Leuten.
Und ich bin eher so einer, der Sachen ausprobiert. Weniger mit anderen spielt wegen dem Stress. Aber mit guten Freunden ungern spielt. Die sich ein bisschen beherrschen können natürlich. Weil in einem Hack'n'Slay wird meistens gestresst oder man will vorwärts kommen, man möchte zeigen, wie man gut ist und den anderen so ein bisschen abhalten kann, Gegner zu töten. Oder man muss mehr taktisch spielen, weil das Spiel so will, wenn man zu zweit spielt, ist in Last Epoch einfach der Gegner viel stärker, viel zäher vor allem. Und das macht im Zusammenspielen eigentlich momentan einfach gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist ziemlich gut für den Skorpion-Bild auf jeden Fall. So ein Helm, einen schönen Helm. Ah genau, wenn wir das Level hier fertig haben, schauen wir mal, wie der Eisbär aussieht. Den habe ich früher noch mit dem alten Werbeskin, oder bevor er reworked wurde, das Skin, mal gesehen. Da war er einfach ganz Eisbär, also keine Rüstung hatte. Und jetzt nehmen wir schauen, die Rüstung an, sieht wahrscheinlich gleich wie der. Dunkel oder vielleicht auch so hellblau oder so, würde schön aussehen. So ein Eis. So frostig. Ja. Ich möchte schon Livestreams machen, recht müde. Weil man halt immer ständig am Reden ist. Aber ich möchte trotzdem immer wieder ziemlich viel Livestreamen, aber rentabel ist es natürlich nicht. Die meisten schauen irgendwie gar nicht zu, sind halt immer beschäftigt. Vielleicht auch mit anderen Livestreams oder also Videos schauen oder so. Und ich habe einfach gedacht, oder ich mache einfach wenige unterschiedliche Spiele. Manchmal noch ein bisschen Oblivion wegen Rollenspiel, also das habe ich noch nicht begonnen. Aber wie ich gesagt, ich will ein bisschen Rollenspiel machen dort. Wenn mir Skyrim-mäßig gefällt, schauen wir mal, wie es beliebt ist. Dann kommt ja noch, den Gothic 1 wahrscheinlich nicht im Livestream, da bin ich ein bisschen zu unkonzentriert sonst vielleicht in einem Let's Play. Aber was soll ich jetzt sagen? Jetzt bin ich so am actiongeladen spielen. Genau, geht ja online. Das ist ein Livestream-Projekt, was ich ungefähr meistens um 18 Uhr bringe. Zwischen 16 und 18 Uhr. Und Last Epoch wird wahrscheinlich einfach am Abend laufen. Mit Minecraft zusammen. Da mache ich einfach so ein Modpack Medieval. Das Modpack heißt Medieval Projekt. Was ich auch ein bisschen noch Folgen bringe. Da ja gewisse Sachen einfach mich ein bisschen stören an Minecraft. An der Vielfältigkeit vom Bauen. Muss ich ein bisschen schauen, wie ich das mache. Ja, wenn ich einfach nicht gerade so der Kopf dafür habe. Ich kann einfach nicht viel oder schön bauen, ohne dass es mich stinkt. Weil Bauen in Minecraft ist wie eine harte Arbeit. Du hast wenig Möglichkeiten und es sieht meistens nicht schön aus. Du musst es schön machen und das ist eine harte Arbeit. Oder? Und deshalb ist es sehr anstrengend. Ja. Gut, ja, machen wir schon. Jo. Der Node unten dran, der ist gar nicht so gut, habe ich nicht das Gefühl. Ist halt Endurance. Endurance. Ja. Ich weiß nicht, wie das genau wirkt. Also, es tut ja schützen, es tut ja der Verfall von der Lebenskugel, also vom Leben, bremsen. Es ist wie ein Schutzschild. Und also es ist eher ein Schutzschild als Schutz. Aber wie genau das halt negiert. Negiert er. Weiß ich nicht. Ich bin mir unsicher, ob das wirklich sehr sich lohnt, jetzt schon zu bringen, oder? Also jetzt schon zu leveln. Da ich einfach noch nicht so weiß, jo, wie defensiv ich überhaupt bin, oder
wir ja meistens die Gegner recht schnell wegdrücken. Also ich denke, wir wechseln jetzt wieder ein bisschen ab. Aber der Schaden, nein, der Schaden muss nicht höher, nicht unbedingt viel höher sein. Ich werde jetzt einfach mal die nächsten. Aber ich habe so das Gefühl, dass es einfach nur so nicht verlangen ist. Ich bin ja schnell im Spiel. Also Spiele, wo man halt auch vorwärts kommt und man sieht ja Key Speed und alles. Da möchte ich schon ein Bild haben, der doch ein bisschen schneller ist. Alles jetzt defensiv. Bis ich sterbe und dann muss ich natürlich schon defensiv sein. Aber sie noch nicht gestorben. Ja, immer noch unsterblich, solo. Cool. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen Mist erzählt, also ich wollte das nicht genau so erzählen. Aber es ist schon ein bisschen anstrengend, so viele Effekte und so alles Mögliche. Spielerisch. Wir haben so viele Leuchtfeuer-Echos. Aber irgendwie noch nicht so gute andere. Ja, wir müssen ja selbst die Missionen machen. Was wir auch noch machen können, dann abends im Livestream, wenn ich nicht zu müde bin. Heute wird es ein bisschen schwierig, weil ich zum Fondue ein Essen eingeladen wurde. Und das geht halt ein bisschen länger zum Essen, macht satt und müde. Dass wir da die anderen Echos rechts auch noch, also wenn wir Monolithen auch noch machen. Aber glaube ich, wollte ja den Eisbild sagen. Also ich muss rechts herum. Jetzt kommen wir zu Lagoon. Der Lagoon, der Bruder vom Leon. Da gibt es einen Leon. Irgendwo in einem Spiel gibt es einen Leon. Und natürlich mein Mod, also mein Grafik. Gar nicht mehr so sicher, ich spiele halt nicht so meistens Story-Spiele. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Erfahrung mit Stories. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Filme geschaut, sehr viele Mangas und Animes geschaut. Ich habe viele Stories schon erlebt. Aber so mit dem Gamen von so Rollenspielen so ist mir langsam so ein bisschen die Lust auf neue Stories und so begangen. Also ich spiele lieber Spiele mit so ja, Hack and Slay Charakter und die Story nur manchmal so ein bisschen wahrnehmen oder gerne machen. Weil die Qualität halt schon meistens nicht ganz so gut ist. Also vor allem in Hack and Slay. Aber auch zum Beispiel Skyrim hat gar nicht so eine gute Story. GTA 5 geht ja online sowieso nicht. Es ist für mich gar nicht mal so gut, oder? Es ist halt immer so ein bisschen auf Drama oder Thriller getrimmt. Ich möchte lieber irgendwie, ja, das mit den Schlachten, also, ja, man spielt in Hack and Slay. Und meistens geht es um irgendwie einen Krieg. Oh, hatte der viele. Und der Krieg wird irgendwie durch meistens einen Bösen oder so getrimmt, also gezeigt. Das hat meistens gar nicht mal so Einfluss, oder? Du hast einen Bösewicht, du bekämpfst ihn. Und ich möchte eigentlich, dass ich mindestens noch andere Helden neben mir habe. Und die Helden erzählen die Geschichte, weil sie natürlich auch dann, dass man dann einfach auch mehr sieht, oder es geht ihnen vielleicht schlecht oder gut, oder also ein Bösewicht immer wieder zu sehen, oder irgendwelche einfach Normalos, wie zum Beispiel Alrik, der einfach irgendwann dann mal stirbt oder so. Es ist für mich gar nicht irgendwie einladend, das ständig auch immer wieder zu wiederholen machen. Habe ich gestern auch im Livestream ein bisschen erzählt, oder ständig da die Kampagne zu machen und Monolithen hochzuleveln, das schadet wirklich jedem Spiel. Also ist einfach bei Last Epoch wirklich auch der Fall. So,
in anderen Spielen, also jetzt zum Beispiel Pass of Exile, ist natürlich auch so der Fall. Aber in Last Epoch hast du mehr als nur Geschichte, da hast du auch gewisse Gameplay-Features dann immer wieder. Du hast Gegner, die stören, du hast Bosse, die recht zäh sind und stark sind. Und das stört einfach. Du willst gar nicht mal so einen neuen Charakter spielen. Ich mache es natürlich, weil ich teste. Andere wollen es wahrscheinlich gar nicht testen. Erzählt mal, wie ihr so spielt. Also wollt ihr Charakter mehr testen oder wollt ihr nur einen Charakter oder ein paar Charakter einfach auf Max-Level bringen? Oder ob ihr wirklich die Builds auch gerne selber anschaut und sich einfach darauf zu konzentrieren, als irgendwie das Spiel einfach durchzuspielen ständig. Max Level zu werden oder Items zu farmen ständig. Das ist beides auch zwei Features, die ich gar nicht so dringend ausübe. Oder also das Items suchen ist natürlich eigentlich das Grundelement. Ich möchte natürlich die Items finden. Ich möchte die Items gut gerollt finden. Ich möchte sie gut craften und so weiter. Und für mich ist es eher so der Fall, ich möchte den Spaß suchen, den hast du mit so itemisieren. Natürlich nicht immer. Fortschritt ist meistens auch relativ random, weil du natürlich immer Items brauchst und die meistens halt nicht sofort findest oder so. Und einfach manchmal zu schnell vorwärts, manchmal kommen sie schlecht vorwärts, manchmal stagniert es und dann hast du eher was auf neue Kräfte. Also es macht viel Spaß, aber es macht einfach nicht glücklich. Oder? Es ist irgendwie so eine Art Spaßbremse und du willst nicht vom Spaß beginnen. Also gebremst werden, oder? Du möchtest ein Spiel so gut und optimal weiterspielen wie möglich und das klappt halt nicht immer. So. Ich habe jetzt ein normales Echo auch gestartet, damit es ein bisschen Abwechslung gibt. Den Eisbär habe ich immer noch nicht genommen. Auch gestern im Livestream einfach nicht die Lust, da in dieser Zwischenebene noch irgendwas zu machen, handeln oder irgendwas zu durchsuchen. Ich bin einfach gerade sehr gesättigt von Action. Also, es macht unglaublich viel Spaß und dann hast du nicht das Gefühl, du willst langweiliges Zeugs machen, wie zum Beispiel Items sortieren oder irgendwelche Sachen zeigen. Nein, den Eisbär zeige ich noch nie. Ich vergesse es ja immer. Konzentration mit so vielen Spielstunden bei mir. Völlig im Eimer. Ich mache es so gerne, also ich tue mich so gerne herausholen. Sagen immer viele Leute, zum Beispiel Chris, dass er einfach die ganze, dass ich die ganze Sache einfach gemütlich machen soll. Das ist noch eine Kiste. Aber ich kann mich nicht absolut. Okay, Leben und ein bin ich ja schon. Und du bist ja schon. Diener schauen. Oder Widerstand. So Köche sind halt wirklich nicht gerade so nützlich, wenn man nie Bogenschütze spielt. Es gibt einen neuen Bild, der hat einen mega schwierig zu bekommen, das Jungtum. Europäus oder so heißt das. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, wie das heißt. Auf jeden Fall gibt es halt gute Ressi auf dem Saisonmarkt. Gute Ressi, glaube ich. Und dann bist du auf dieses Item. Du kannst ein Bild nicht spielen, weil du einfach keine Ressis hast. Ja, vielleicht bekommen wir sie ja bald, wenn wir ein bisschen stärkeren Charakter haben und das farmen können auf Dauer. Ja, die Chance ist glaube ich nicht hoch, solange wir nicht T4 da schon so machen können. Oder T... Nein. Es kann da diese Dinge sein, Shade of Orphis, ja genau. Also keine Dungeon. Sind einfach hohe... Angriffstempo, das ist wichtig.
Habe ich aber auch schon ein paar Mal. Also. Ja, hätte ich einfach besser geschlafen. Ich war gestern im Livestream so müde. Und heute Morgen bin ich genauso müde wieder aufgewacht. Weil es hat gewittert. Also es ist ja eigentlich eher Regen, aber der Wind, genau, der Wind. Boah, hey. Hat der genervt. Ich habe einfach nicht viel schlafen können und bin einfach zu lange da drin gewesen. Aber genau hier, hier vorne, einfach ein paar Items, also zum Beispiel Symbol des Niedergangs, brauchen wir da beim Void Bomber, damit wir ja, Blut und so. Blutungsdauer und Penetration, heißt das? Nicht hier, aber irgendwo anders. Weiß ich gar nicht, wo das Item ist. Keine Ahnung. Der Bild ist noch zu neu. Bin noch nicht so drin. So, da der Eisbär, ne? Doch ist der Eisbär. Ja. Wenn wir jetzt das umändern, haben wir noch nicht ins Kind. Also dann probieren wir mal den Eisbär an. Warte kurz, ich mach mal kurz den Afterburner an, damit ich einen Screenshot machen kann. Und sollte es auch funktionieren. Ja, cool. Ich bin ja der perfekte Editor von Thumbnails. Ich lasse es einfach so. Ich mag die cleanen Thumbnails immer. Es gibt so viele Let's Player, die Thumbnails machen, wo so eine mega fette Zahl drauf ist. Dann meistens diese Faces, die will ich nicht sehen. Ich will nicht Menschen sehen, die so überbelichtet und Ding sind, oder? Oh, ich habe das falsche geöffnet. Machen wir nochmal dann. Oh nein, ich habe das richtige geöffnet, okay. Ey. Lol, ich habe einen Eisbär. Ich kann einfach mit einem Eisbär ohne das Item herumlaufen. Aber es sieht schon geil aus. Ich wusste, dass er eine dunkle Rüstung hat. Das ist blau. Und die Armringe sind so schwarz. Richtig geil. Ich will immer Eisbär bleiben. Ich muss jedes Mal zweimal mich verwandeln. Oh. Nein, ich muss einmal verwandeln, aber ich muss die Rüstung am Anfang immer anhaben. So herum. Geil. Also der Bild ist optisch so anspruchsvoll, meine Augen machen. Ey. Aber von diesen vielen Deckerstellen. Idole sind immer so, ja, wenn man nicht viel Corruption hat in den Monolithen, sind meistens wahrscheinlich. Genau, also der Hauptgrund, wieso ich jetzt den Void Bomber mache, ist ja, ich möchte ja die Smite-Idole haben für den einen Vulcano-Skill. Dann können wir dort auch ein bisschen gechillter hochleveln wahrscheinlich. Ja, ist ja wirklich wichtig, dass ich den auch vor dem 21. schaffe. Ja, mit so viel Livestream-Stunden schon. Aber leider ist eben Last Epoch momentan einfach gar nicht profitabel. Also wenn du jetzt auch ein Let's Player, also ein Livestreamer wärst, dann würdest du einfach bei den Livestreams fast keine Zuschauer haben. Auch wenn du größer wärst als ich oder so. Weil es halt einfach ein Spiel ist, wo man schnell schaut. Also wenn ich ein Video über Last Epoch schaue, dann meistens, weil ich irgendwie mich informieren will oder einfach ein bisschen zugucken will, aber nicht auf Dauer. Es fehlt einfach momentan an den Patches und einfach auf den Willen, etwas Neues zu sehen, was einfach mit den Patches nicht geht, oder? Und nicht, wo man jetzt jede Minute müsste zuschauen, weil irgendwie sonst man eine Story verpasst. Coole Momente. Ich mag es immer, wenn andere Leute etwas Tolles finden. Ich habe ja diese Sucht nach etwas, nach Feiern, nach wenn ich etwas bekommen habe, gar nicht so. Bei anderen mag ich, bei anderen spielen. Ich freue mich immer riesig, wenn jemand etwas Gutes findet oder so, sich mega freut.
Ich kann es zwar schon, also ich versuche es auf jeden Fall in den Videos und Likes und so, ich habe zur Zeit. Aber manchmal, wenn ich alleine spiele und ich mega etwas Seltenes finde oder was ich gerade mega gebrauchen könnte, bin ich ganz ruhig. Dann habe ich fast keine Emotion. Weil ich erstens auch das fast nicht fassen kann meistens, oder? Dass man auch mal Glück hat oder eine Chance von irgendwie 0,1% auch mal kommt. Das ist ja so selten. Und ja, einfach baff ist und gar nicht diese Emotionen gar nicht zeigen will, oder? Man freut sich einfach. Das ist das Coole. Also man muss sich gar nicht so mega präsentieren, wenn man alleine spielt. Außer man weckt vielleicht den Nachbarn. Würde ich auch gerne mal machen. Meinen nervigen Nachbar, der mich immer wach lässt in der Nacht. Einfach mal etwas auszwischen. Mein Vater hat gesagt, er hat ein mega geiles Soundsystem, sagt man ja heutzutage nicht mehr. Stereoanlage oder so. Gekauft. Er hat einen mega Bass. Einfach mal in der Nacht so mega laute Heavy Metal Musik oder so. Techno am besten. Bum, bum, bum. Einfach mal, einfach eins zurückgehen. Rache. So krass, wie stark wir jetzt sind. Der Mag ist natürlich der Stärkere und sehr irgendwie. Aber er setzt einfach nicht gerade die Attacken gut ein. Ich müsste eigentlich gar nicht ansehen. Der macht einfach so komischen Boden. Ganz langsam. Sollte ja ein rutschig sein oder so. Das war langsam. Wir kleben fest. Das Eis tut so richtig kleben. Wie eine Fensterscheibe, genau, oder so. Jo. Ach, viele Resistenzen, keine Lebensbanken. Ich weiß gar nicht, wann er gestirbt. Oder heilt er sich irgendwie? Hat er jetzt? Okay, das ist ein anderer. Nein, das Spring ist tot. Jetzt ist er tot, okay. Ja! Ich sehe jetzt ein bisschen Crit und so. Crit Damage. Das war wieder ein sehr, aber ja, ist ja klar. Boss ist noch immer übertrieben. Genau alles, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Ja, das Zelt. Was hat eigentlich der B? Ah ja, der hat das Schwert. So, also. Der Mantel brauchen wir eben. Wir haben die Schuhe wieder bekommen. Die letzten Schritte eines Lebenden. Des Lebenden. Der Lebenden, okay. Gut. Auf Deutsch kenne ich einfach die Namen natürlich. Wann ist die deutsche Version gekommen? Im März, oder? Ich bin ja anfangs ein bisschen, ja, natürlich enttäuscht gewesen von der Qualität von der deutschen Übersetzung. Aber seitdem bin ich eigentlich viel motivierter. Es ist klar, es ist natürlich besser, wenn man das Spiel so spielt, wie die meisten auch reden oder hören und so Englisch. Aber ich finde einfach, auf Deutsch hat es immer einen besonderen Charme für mich. Und ich muss nicht immer überlegen, was es genau heißt und so, weil ich nicht so perfekt Englisch kann.
bin noch ein bisschen langsam. Ich das jetzt nicht ins Deutsche verstehen, was Englisch heißt. Und Grammatik ist ja bei mir auch noch nicht gut. Also, ich tue es besser machen als andere, dass irgendwie ein bisschen für mich leicht ist, das rauszufinden. Aber so exakt 100%, wie ein Satz aufgebaut ist, weiß ich nicht. Es hat ja im Englischen auch so eine Regel, zuerst kommt, glaube ich, die Zeit. Jetzt kommt die Zeit ganz am Schluss. Aber vor allem, wer ist es, was ist es und wann ist es oder so etwas. Das kann ich, dieses Aufbauen. Für das habe ich keine Zeit. Sonst reden wir halt einfach Englisch wie Yoda. Ist ja auch nicht schlecht. Es gibt viele Ausländer, die nicht gut Deutsch sprechen. Und ganz klar, trotzdem für mich beliebt. Also, ich habe kein Problem, wenn jemand schlecht Deutsch kann. Nur die Engländer sind halt sehr aber nicht alle. Oder lachen eher. Sie lachen eher, wenn man etwas nicht kann. Fehlt einem noch diese Handschuhe. Und halt, ja, die Rüstung kriegt, die Abklingzeiten reduzieren. Jo. Der Charakter wird jetzt eigentlich nur noch langsam besser, aber dafür auch ein bisschen stark besser. Also die Handschuhe, die werden viel reißen, wenn sie einfach dann auch legendary noch sind. Ringe. Nein, wir gehen hier. Ringe brauche ich nicht. Also nur ein rare Ringe-Echo brauche ich unbedingt, wenn der Gegner dann 25% stärker ist. Lieber nicht. So, ich muss kurz auf die Uhr schauen. Ich muss das. 32 Minuten sind. Im Länge, also eigentlich 29 Minuten ist perfekt meistens. Weil YouTube dann einfach kein Problem bei der Verarbeitung. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen länger. Aber vielleicht reicht, ja, ich denke es reicht noch. Wenn ich ungefähr um 1:30 dann raus muss. Jetzt ist ungefähr 12 Uhr gewesen. 12.15 Uhr. Naja, Zeitprobleme, wenn man so viel macht im Tag. Eigentlich könnte ich dann wieder alle voll machen. Dann wird noch schneller dann zum Emperor of Corps kommen. Da möchte ich nämlich eben auch noch das Vulcanus farmen. Ich glaube, dort droppt auch das Schwert, oder? Ja, ja. Das ist Regen of Winter. Nein, ich glaube, es ist dort. Ja, wir müssen dorthin kommen und ein bisschen farmen im Livestream. Resistenzen immer noch nicht so gut. Ja, wir haben noch ein bisschen Steigerungsbedarf mit dem Bild. Ah, noch ein Level. Ich würde noch kurz mit euch. Ah, diese Lade. Ich wollte mit euch noch kurz. Ja, da rein schon. Ne, ich hab. Wenn man einfach nur so einen mega großen Eingang hat. Also. Genau, das nächste ist Herrschaft des Drachen. Dankeschön. Also, wir. Livestreamen ein bisschen mehr Last Epoch.
machen die Anfangs. Danke jetzt. So, machen hier da rechts die Anfangs-Echos dann auch. Leveln müssen wir jetzt gerade nicht so schnell. Und Herrschaft des Drachen vielleicht auch zuerst Herrschaft des Drachen erreichen. Und hier ein bisschen farmen und danach später am Abend oder morgen dann noch hier ein paar machen. Damit sie hier auch noch die Bonis bekommt, die man ja bekommt, wenn man Echo abschließt, einen Boss besiegt. Jo. Und genau. Ja, und wenn man jetzt sieht, müssen wir wieder bleiben, ja. Okay, das wär's, ja. Freue mich, wenn ich euch wieder in die Kommentare schreibt. Ich ein bisschen reden kann mit euch oder einfach Videos zuschaut natürlich. Und die anderen Sachen wisst ihr ja, die möchte ich euch nicht irgendwie aufzwingen. Sondern alles wie ihr wollt. Ich hoffe, ihr dürft gerne Kritik nennen, wenn es irgendwas schlecht läuft, oder? Ich habe halt ein Handicap, aber ich versuche mich immer zu kontrollieren, also dass es halt nicht so ablenkend ist, aber jetzt gerade nach der Arbeit, also aufräumen und wegen dem Wetter und so, ich bin einfach noch müde. Ich muss jetzt noch ein bisschen mich ausruhen und dann muss ich ja wieder weg. Um 13:30. Okay. Es ist einfach ein bisschen schwierig gerade im Moment, wenn es so viel ist. Aber okay. Ja. So, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Lust habt natürlich. Und einen schönen Tag. Tschüss.